on your mind. Hallo und herzlich willkommen hier aus Oschersleben zum spannenden Finale der AVD Drift Championship für dieses Jahr. Und es bleibt auch nach wie vor weiter spannend, denn es ist immer noch nicht entschieden, wer sich den Titel holt. Jan-Erik Seber, der mit 8 Punkten vor Franz Kuncic aktuell immer noch liegt. Beide müssen sich heute hier wirklich ins Zeug legen. Und wer am Ende den Titel holt, sehen wir dann. Aber wie der Weg bis dorthin war, das zeigen wir euch jetzt erstmal. Nur noch 2 Namen sind übrig im Kampf um die Krone. Erwartung war natürlich, dass wir dann den Meistertitel mitfahren, ganz klar. Sind nicht gekommen, um nochmal Vizemeister zu werden. Franz Kuncic fordert Jan-Erik Seber. Unser Verhältnis ist jetzt nicht zwingend freundschaftlich. Es geht um so viel. Wenn er jetzt zum Beispiel die Meisterschaft auch gewinnt, dann hat er das Ticket für die Drift Masters. Da wünsche ich ihm natürlich auch zukünftig sehr viel Glück. 6 Runden volle Action hier bei der AVD Drift Championship. Let the party begin. Gleich zum Auftakt am Bodensee stehen sich Seber und Kuncic im Finale gegenüber. Was daran spannend war, ist, dass es zu einem One More Time gekommen ist. Und diese Grundenergie, die man sowieso schon in dem Finale hat, wird da natürlich dann verdoppelt. Kuncic mega nah dran an Jan-Erik Seber, aber macht einen Fehler und er schlägt mit dem Heck in der Bande ein. Wir hatten da tatsächlich eine sterbende Drosselklappe. Mir hat einfach die Leistung gefehlt. Das heißt, die Transition war dann eigentlich zu langsam. Und da war mir eigentlich Jan-Erik sein Heck im Weg. Der hätte es dort wegräumen können. Jan-Erik Seber holt sich den Sieg am Bodensee. Was für ein Start in die Saison 2024. Der zweite Stopp in Oschersleben. Das erste Mal auf der Rennstrecke. Für den Auftaktsieger sollte sein Tag zum Vergessen werden. Die Ausgangsposition war, dass wir im Vorjahr gewonnen haben. Jetzt hatten wir leider einen Motorschaden, direkt im ersten Lauf der Qualifikation. Franz Kuncic sichert sich derweil mit Platz 4 ein Top-Ergebnis, übernimmt damit die Führung in der Meisterschaft vor Seber. Wir hatten gar keine Zeit zum Hadern, weil das nächste Event direkt am Wochenende drauf anstand. Für uns war Prämisse Nummer 1, das Auto wieder flott machen. In ihrer Werkstatt nahe des Nürburgring macht das Team Gemspeed den Nissan 370Z wieder fit. Rechtzeitig für Hockenheim. Ich mag die Strecke absolut. Ich finde, das fließt super schön fürs Driften und habe das auch sehr genossen, weil wir es geschafft haben, wieder an den Start zu gehen. Während Jan-Erik Seber in Hockenheim der Konkurrenz kaum eine Chance lässt, läuft es auch für Franz Kuncic sehr gut. Bis zum Top-8-Battle gegen Marc Zeidler. Was ist da los? Marc Zeidler schießt Franz Kuncic ab. Die Devise im Driftsport, go hard or go home. Und im Endeffekt, ja, go hard war halt dann immer eine Seitentüre. Ja, wenn du um die Meisterschaft mitfährst, natürlich dann ärgerlich. Und Jan-Erik Seber ist zurück an der Spitze. 5 Punkte Vorsprung hat er jetzt auf Franz Kuncic. Dass das Ganze dann natürlich so ausgeht, sind diese Geschichten, die in Träumen geschrieben werden. Rennen 4 in Hannover, Kuncic gegen Gerd Gauders mit folgenschwerem Fehler. 280 PS schlagen über 1000. Was ein Rückschlag für Franz Kuncic im Kampf um die Meisterschaft. Fahrer siehst du dann wirklich nur Publikum und die Bande. Und dann musst du eine Entscheidung treffen. Du siehst das andere Auto nicht. Dann musst du den Blindflug einfach rüberlenken. Da ist aber eigentlich sein Heck dann genau parallel rüber und da gab es die Berührung. Jan-Erik Seber verpasst den Sieg nur knapp. Wird Zweiter hinter Olli Walton. Hat leider nicht bis ganz oben gereicht. In der Sicht auf die Gesamtheit war das ein Top-Ergebnis. Beim vorletzten Stopp am Lausitzring hat Jan-Erik Seber den ersten Matchball zum Titel. Der Gedanke ist natürlich da. In dem Sinne war es dann natürlich doppelt so schade, dass es nicht dazu kam, den Sackzug zu machen. Top-8-Battle gegen Patrick Hammes. Seber verschätzt sich. Jan-Erik Seber ist raus, die Meisterschaftsvergabe ist vertagt. Was meinen Chase angeht, war ich
leider etwas überrascht über die Linienwahl des Leaders. Da mich das überrascht hat, habe ich leider den Wagen verloren. Die Chance, den Sack zuzumachen, hat sich auch verabschiedet. Franz Kuncic schlägt sich bis ins Finale durch. Platz 2 in einem spektakulären Battle gegen Peter Krim. Der Zug hat keine Bremsen mehr gehabt. Ne? Ich musste einfach Speed rausnehmen und das konnte ich in dem Fall nicht mehr und habe halt dann angeklopft hinten. Und ja, sorry Peter. Vor dem großen Showdown in Oschersleben fehlen Kuncic jetzt nur noch 8 Punkte auf Seba. Hot oder Schrott? Also wir haben den ganzen Winter, dass wir das Auto wieder aufbauen. Ich werde es auf jeden Fall fliegen lassen. Also da gibt es jetzt kein Bremsen mehr oder irgendwas. Zur Statistik ist immer noch eine gute. Daran halte ich mich fest. Am Ende vom Tag bin ich wie immer zuversichtlich. Wir haben es gesehen, super viele spannende Dinge sind schon passiert dieses Jahr bei der AVD Drift Championship. Jetzt geht es für 38 Teilnehmer in die Qualifikation, wo es wieder um die Wurst geht, unter anderem für Jan-Erik Seber, der immer noch mit 8 Punkten vor Franz Kuncic liegt. Und für beide steht der Titel immer noch offen. Beide könnten sich den Titel heute noch holen. Bei der Qualifikation gibt es für die Teilnehmer insgesamt 100 Punkte zu holen. Schauen wir mal, wer am nächsten dran ist. Und jetzt geht's ab in die Quali. Doch Jan-Erik Seber ist auf einmal meilenweit entfernt vom Titelgewinn. Das Drama schon vor Beginn der Qualifikation beim Meisterschaftsführenden. Wir hatten leider in den allerletzten Minuten des Trainings einen Schaden an der Kopfdichtung und das hat für uns das ausbedeutet. Der Nissan 370Z nicht mehr einsatzfähig. Es keimt noch kurz Hoffnung auf. Sinan Aslam stellt seinen BMW i36 zur Verfügung. Ich ziehe einen Hut vor solchen Leuten wie im Sinan. Er hat bei uns den weißen Rauch aus dem Auspuff gesehen und sofort geschrien, nimm mein Auto. Das ist natürlich wieder ein völlig anderes Konzept. 2 Läufe bleiben Seber, um sich die Chance auf die Top 16 und somit den Titel zu wahren. Im ersten sind wir zu aggressiv rangegangen und im zweiten bin ich dann zu sanft rangegangen. Das hat beides mal in einer Null geendet. Damit klar, der große Favorit raus, die Chance für Franz Kuncic, die Meisterschaft auf den letzten Metern noch zu seinen Gunsten zu entscheiden. Doch auch der Österreicher kämpft mit Problemen. Tja, im ersten Run tatsächlich habe ich den vierten Gang nicht mehr erwischt. Bin dann in der Transition ein bisschen zu weit nach rechts gekommen, bin das Ding dann mit einem Dreier durchgefahren. Heißt, 0 Punkte und nur noch ein Versuch, sich für die Top 16 Battles zu qualifizieren. Jetzt fahre ich einmal in 3 durch, die Strecke mit dem Grip-Niveau, das funktioniert und wollte da einen Safe Run fahren. Die Taktik geht auf. 84 Punkte und Platz 7, eine gute, aber keineswegs ideale Ausgangslage für die Battles. War ein ereignisreiches Qualifying, ja, auch für mich. Der beste Qualifier wie schon am Lausitzring, Andy Wischnewski. 92 von maximal 100 Punkten, Linie, Style, Geschwindigkeit und Winkel damit nahe am Optimum. Wischnewski will den Tagessieg, Seber und Kuncic den Titel. Doch ab jetzt ist es nur noch ein Fernduell. Solange es noch andere Lösungswege gibt, heißt es nicht aufgeben, kühlen Kopf behalten und versuchen, das Beste draus zu machen. Ich kann mich da sehr gut in ihn hineinversetzen, aber that's racing. Wir werden Grip in die Kiste packen und wir werden auf volle Attacke gehen, ganz klar. Auch so kann es manchmal kommen. Super emotionale Qualifikation hier heute am Sonntagmorgen. Jan-Erik Seber ist leider raus mit seinem Motorschaden. Heißt aber nicht, dass er den Titel nicht noch machen könnte. Das Ganze liegt jetzt in der Hand von Franz Kuncic, der Fahrer von diesem Fahrzeug hier hinter mir. Wenn er es in die Top 4 schafft, dann hat Franz Kuncic den Titel im Sack. Wenn er es nicht schafft, dann könnte es immer noch Jan-Erik Seber machen. Es bleibt also nach wie vor spannend. Und wie es weitergeht, sehen wir nach der Werbung in der Top 16. Zurück hier in Oschersleben und die AVD Drift Championship, die findet meistens immer im Zusammenhang mit anderen Events statt. Heute zum Beispiel hier mit der Asia Arena. Und wie heißt du? Ich bin Xenia. Xenia sieht heute sehr bunt und wild aus. Man kann schon davon ausgehen, dass es was mit Cosplay zu tun hat. Was macht ihr hier genau und wie verbindet ihr das ganze Thema hier mit Autos? Also wir sind ein Verein
Wir besitzen halt mehrere von diesen folierten Autos in meinem Anime-Style. Das Ganze nennt sich Itasha. Und wir werden hier jedes Jahr von der Asia Arena eingeladen, die Autos auszustellen. Und ja, die Asia Arena möchte eben Tuning und Anime und Cosplay miteinander verbinden. Deswegen stehen wir hier immer mit voller Zahl und locken viele Cosplayer zu uns, die dann Bilder mit den Autos machen können. Ja, danke dir schon mal. Und für uns geht es jetzt wieder weiter zum sportlichen Thema. Es geht in die Top 16 und wir sind mal gespannt, wie unsere Teilnehmer da abliefern. Vor allem Franz Kuncic, der es ja in die Top 4 schaffen müsste, um den Titel zu holen. Und somit auch von meiner Stelle herzlich willkommen zum großen Finale hier im Rahmen der Asia Arena in Oschersleben. Wir haben eine wunderschöne Strecke für euch vorbereitet und es wird absolut spannend. Denn Franz Kuncic muss auf jeden Fall in die Top 4 kommen, um noch Meister zu werden. Dafür muss er mindestens 2 Battles gewinnen. Denn Jan-Erik Seber ist ja, wie wir wissen, leider raus aufgrund von Motorschaden. Franz Kuncic hat 8 Punkte Rückstand und um diesen wegzumachen, muss er eben in die Top 4 kommen, um genug Punkte für die Meisterschaft zu fahren. Es ist also absolut spannend, was hier auf uns wartet. Wir kommen zum ersten Battle in den Top 16. Morten Heidmann hier gegen den Top-Qualifier Andy Wischniewski. Heidmann mit einer schönen Anfahrt auf die Hasseröder-Kurve, leitet gut ein. Wischniewski kopiert schön die Linie, die Heidmann vorgibt, macht jetzt dann in der Zufahrt zur Queranbindung Druck, positioniert sein Auto. Heidmann mit einem sehr schönen Leadlauf, Wischniewski mit einer guten Kopie und holt sich den Sieg. Nächstes Battle, Ronny Marquardt in seinem Opel Omega 2,5 Liter Turbo gegen Dennis Köhler mit dem V8 Single Turbo Monstrum, den er in einen E46 gepfercht hat, Toyota 1UZ. Köhler, schöne Kopie, macht da richtig Druck, setzt schön aggressiv um, nimmt da viel Speed mit, um eben dran zu bleiben an Ronny Marquardt, der allerdings den Speed nicht halten kann, den Grip geht ihm aus und er verliert das Heck. Das Auto steht in der Wiese, Sieg Köhler. Da kann man sehen, kriegt er die Traktion nicht auf den Boden, rutscht deshalb nach draußen weg. Ganz klarer Fall, Sieg an Dennis Köhler. Jetzt wird spannend, Franz Kuncic, wir wissen, der Sieg muss her gegen René Klein. Und das ist ein absolutes Ding, denn Franz Kuncic ja mit über 1000 PS, 1400 Newtonmeter circa in seinem Skyline. Jan-Erik Seber schaut sich gebannt an, was Franz Kuncic da performt. René Klein mit einem riesen Abstand. Ja, er hat halt einfach nur die Serienleistung des 370Z, hat da keine Chance dran zu bleiben am pfeilschnellen R33 Skyline von Franz Kuncic. Ja, aber jetzt natürlich in umgekehrter Reihenfolge. Kuncic muss das Ding irgendwie chasen, was René Klein da fährt. Und er ist deutlich langsamer. René Klein, das haben wir gesehen. Jetzt wird's spannend. Wie gesagt, die Meisterschaft steht auf dem Spiel. Franz Kuncic, jetzt heißt es mit Köpfchen fahren. René Klein mit einem schönen Flick-Entry. Ja, Kuncic lässt ein bisschen Luft, um eben gegen Ende Ausgang Hasseröder-Kurve erst den Druck aufzubauen. Setzt jetzt schön um und jetzt bremst er sich rein in die Tasche an das Heck von René Klein. Und jetzt drückt er ihn richtig über die Ziellinie. Jawohl, clever gefahren von Franz Kuncic und holt sich den Sieg gegen René Klein. Da freut er sich, ja. René Klein chancenlos gegen den Nissan Skyline. Byron für Marc Zeitler. Michael Steixner hat aufgrund Motorprobleme aufgegeben, Marc Zeitler also in den Top 8. Nächstes Battle, Nikolai Grönbech gegen Johannes Lechmann. Grönbech, der sich wunderschön auf Platz 2 qualifiziert hat gegen Johannes Lechmann in seinem BMW E30 V8 Kompressor, frisch aufgebauter Motor hier kurz vor Oschersleben, noch in der Werkstatt Überstunden geschoben. Und Grönbech fährt vorneweg, hat da aber eine kleine Korrektur, Eingang, Querspange. Lechmann zieht sauber durch. Da sehen wir es nochmal im Replay. Und Johannes Lechmann holt sich den Sieg in Addition der beiden Läufe. Kann da hier Nikolai Grönbech schlagen, geht in die Top 8. Olli Walton hier mit einem fetten Entry in die Querspange. Allerdings übertreibt das da ein bisschen, verliert das Heck. Und deshalb one more time gegen Ralf Witt, der in seiner Rookie-Season sich qualifiziert hat für die Top 16 in seiner S14, SR20. Unter der Haube halb so viel Leistung wie Olli Walton. Olli Walton mit dem deutlich schnelleren und stärkeren Auto. Und der macht hier richtig Druck auf Witt. Fast mit Kontakt drückt er ihn hier aus der Hasseröder raus und jetzt rein in die Querspange. Olli Walton mit Attacke und mächtig Nachdruck an das Heck von Ralf Witt und holt sich verdient den Sieg. Jawohl, Olli Walton mit einem schönen, dichten Battle. Nächste Paarung, Michael Junge gegen Patrick Hammes.
Michael Junge, Nissan 350 ZV8 und Patrick Hammes im RB25 befeuerten dunkelgrauen S13. Nimmt da schön Maß an die Seitenwand der Fair Lady. Michael Junge mit einem guten Leadlauf, verpasst da allerdings die Outside-Box ein wenig. Patrick Hammes solide, wie man es von ihm gewohnt ist. Baut da Druck auf, allerdings immer mit Köpfchen am Start Patrick Hammes. Und holt sich nach einem stabilen Leadlauf den Sieg gegen Michael Junge. Nächstes Battle. Arunas Atkutschunas gegen Peter Grimm. Arunas Atkutschunas mit einem frisch aufgebauten 1er BMW unter der Haube. Der Antriebsstrang von einem M2 CSL. Und Peter Grimm im Weberwerke Grimm Motorsport M3 macht da Druck auf Arunas Atkutschunas. Drückt ihn jetzt rein in die Querspange. Arunas Atkutschunas damit viel Handbremse, nimmt da viel Tempo raus. Da muss Peter Grimm nachkorrigieren. Holt sich aber in Addition der beiden Läufe den Sieg gegen Arunas Atkutschunas. Und somit kommen wir in die Top 8 hier in Oschersleben. Kuncic ja mit der Aufgabe, dass er unbedingt den Sieg holen muss. Und wir verabschieden uns in eine kleine Pause. Top 16. Franz hat die erste Runde hier gemeistert und für dich ist es ja immer noch nach wie vor super spannend, weil wenn du jetzt das nächste Battle gewinnst, dann hast du nicht nur das Battle, sondern auch den Titel gewonnen. Lastet da ein bisschen Druck gerade auf dir? Ja, Druck schon, aber ich sage immer, it's racing im Endeffekt und der Tag ist noch nicht zu Ende. Was sagst du zu der ganzen Geschehnis in der Qualifikation? Ja, ist natürlich, also tut mir sehr leid natürlich, was mit Jan-Erik da geschehen ist. Ist für einen Fahrer natürlich, also er hat auf jeden Fall, sage ich mal, Mitgefühl. Aber ich muss auch sagen, auch wir haben schon sehr, sehr viel Niederlagen hinnehmen müssen. Ich glaube, das Wichtigste ist dann, dass man dann immer aufsteht, dass man Spaß an der Sache hat. Und von dem Ganzen kann ich auch schon ein langes Lied singen, im Endeffekt von technischen Chaos. Es ist leider so. Das ist eben Motorsport, genauso muss das sein. Und wie es jetzt für Franz Kuncic bzw. auch Jan-Erik Seber jetzt um den Titel geht, das seht ihr jetzt in der Top 8. Hier sehen wir Jan-Erik Seber, der zum Zuschauen verdammt ist an diesem Sonntagnachmittag. Muss Marc Zeitler alle Daumen drücken, die er hat, damit der das Battle gegen Franz Kuncic gewinnt. Die anderen Paarungen in der Top 8 lauten Anni Wischniewski gegen Dennis Köhler, Johannes Lechmann gegen Olli Walton, Patrick Hammes gegen Peter Grimm. Das also jetzt die Paarungen in den Top 8. Und wir legen los mit dem Top-Qualifier Anni Wischniewski, der gegen Dennis Köhler antreten muss. Anni Wischniewski in seinem Toyota Sora im Lead, Dennis Köhler im Chase Wischniewski mit einem schönen Entry rein in die Hasseröder Kurve, trifft da die Linie sehr, sehr gut, macht die Türe auf für einen guten Chase Run von Dennis Köhler, der ist allerdings nicht nah genug dran, aber Wischniewski geht da off track, was ist da los, warum schmeißt er seinen Toyota Sora in den Schmutz? Anni Wischniewski im Replay, wir sehen, er nimmt mit dem Rad die Curbs mit, verliert dadurch die Traktion, das Auto geht zu weit raus. Dennis Köhler jetzt mit einem Vorteil natürlich, aber er muss auch erstmal seinen Lead fehlerfrei um die Strecke wuchten. Dirt Drops sind hier schnell passiert, die Judges sind da sehr, sehr streng, geht ein Rad off-track, sofort ein Nuller. Köhler mit einem schönen Entry weit außen, macht da die Türe schön auf für Wischniewski, der sich randriftet in die Pocket und jetzt schön umsetzt und noch ein Dirt Drop von Anni Wischniewski. Na, die Nerven. Wollte da unbedingt Dennis Köhler in die Schranken weisen. Zieht allerdings den kürzeren Dennis Köhler mit dem Sieg über Anni Wischniewski, zieht ein in die Halbfinale hier in der Asia Arena Oschersleben. So, jetzt geht's um die Wurst, um die Meisterschaft. Franz Kuncic muss dieses Battle gewinnen gegen Marc Zeitler und die beiden kennen sich ja aus Hockenheim. Da hat der Marc Zeitler dem Franz Kuncic schön eine aufs Heck gegeben. Und Zeitler ist schwer zu knacken. Der ist sauschnell mit seiner S13, mit dem 1JZ, legt hier mächtig los. Marc Zeitler nimmt da Franz Kuncic sogar ein paar Meter ab hier, Ausgang Hasseröder Kurve, schön von Zeitler, kleiner Dirt Drop, was macht der Zeitler, bricht ab, Fehler von Marc Zeitler, Franz Kuncic im Chase bricht da ab, um eine Kollision zu vermeiden und da sieht man lange Gesichter bei dem Team von Jamspeed 735, Jan-Erik Seber, der weiß natürlich,
Franz Kuncic an diesem Wochenende mit wenig bis gar keinen Fehlern unterwegs. Jetzt muss er seinen Leadrun einfach sauber durch die Motorsportarena Oschersleben ziehen und dann hat er das Ding gezogen. Dann hat er es auf dem letzten Drücker gemacht. Kuncic leitet ein, leichter Flick-Entry und jetzt lässt er seine komplette Horsepower spielen. Ja, 1400 Newtonmeter, pure Gewalt. Fährt da Marc Zeitler auch ein bisschen weg. Jetzt schön durch die Queranbindung rüber auf die Gegengerade und ab durch die Ziellinie. Kuncic macht das Unmögliche möglich, holt sich die AVD Drift Championship 2024, weil er Marc Zeitler im Battle besiegen kann. Absolute Enttäuschung beim Team von Jan-Erik Seber. Wir geben ab zu Sophia. Vielen, vielen Dank einmal in erster Linie an mein Team. Also die haben auch hervorragende Arbeit heuer geleistet, muss ich sagen. Und es war ein langer Weg bis daher, dass das Auto einmal auch so wenig wie möglich zicken macht. Und ich glaube auch für jeden Fahrer ist das Nonplusultra Auto, auf das er sich halbwegs verlassen kann. Das ist für jeden, denke ich, immer ein langer Weg dorthin. Es geht ja noch weiter, der Tag ist ja noch nicht vorbei. Tagessieg, was sagst du? Schauen wir mal, ich habe gestern schon gesagt, das Getriebe kündigt sich an und auch jetzt war es wirklich auf Messerschneide noch der Run. Also ich habe echt auch gezittert drinnen, dass wir überhaupt da noch die Gänge reinklopfen und gekämpft damit. Nächstes Battle in den Top 8. Olli Walton aus Österreich gegen Johannes Lechmann, den Allgäuer. Olli Walton mit Nachdruck raus aus der Startschikane und rein ins Vergnügen lässt da seine 850 PS ordentlich aufgeigen gegen Johannes Lechmann, der da nahezu chancenlos ist mit seinem E30 V8 Kompressor. Olli Walton und das Team von Walton Motorsport haben die absolute Rakete hier mitgebracht nach Oschersleben. Das Ding ist sauschnell und vor allem Olli an diesem Wochenende absolut on point unterwegs. Kaum Fehler, viel Winkel, wunderschöne Drifts, die er uns hier Runde um Runde zeigt. Und jetzt in umgekehrter Reihenfolge. Jetzt natürlich Olli Walton mit der Aufgabe, das deutlich langsamere Auto von Johannes Lechmann zu chasen. Aber der kennt halt auch einfach nichts. Der hält immer voll rein, Olli Walton. Ja, entweder all in oder nix. Und da macht er richtig schön Druck an Johannes Lechmann. Gibt ihm fast eine auf die hintere Seitenwand. Walton mit Attacke gegen Lechmann. Bremst sich jetzt schön rein hier in die Pocket und ab durch die Querschwange. Und jetzt drückt er ihn über die Ziellinie. Olli Walton zieht dann nebendran gegen Johannes Lechmann. Wunderschönes Chase-Battle-Driften von Olli Walton, aber auch Johannes Lechmann mit einem guten Chase. Walton mit dem Sieg und Kontakt bei Peter Grimm und Patrick Hammes. Peter Grimm, der da eine Backwards-Entry zieht im Chase gegen Patrick Hammes. Kontakt und one more time. Und da geht's im direkten Duell von Patrick Hammes und Peter Grimm um den dritten Platz in der Gesamtmeisterschaft. Und nach dem Kontakt mussten die Schrauberhände fliegen bei Peter Grimm. Selbst Olli Walton hat mit angepackt, alle Hände gemeinsam, um Peter wieder auf die Strecke zu kriegen. Aber der nimmt's mit Humor. Und sie haben's geschafft in den 5 Minuten, die sie zur Verfügung hatten. Peter Grimm jetzt gegen Patrick Hammes im Weberwerke M3 Kompressor. Peter Grimm vorne weg, zieht da eine richtig schöne Linie durch die Hasseröder, genauso wie es die Judges sehen wollen. Viel Winkel, viel Tempo bei Peter Grimm. Allerdings hier die Box nicht ganz sauber getroffen. Patrick Hammes nicht in der Nähe des Hecks von Peter Grimm. Sogar in der Queranbindung ein bisschen die Linie gecuttet, um näher ranzukommen. Das ist also ein kleiner Fehler von Patrick Hammes. Jetzt Peter Grimm im Chase gegen die dunkelgraue S13. Ja, leistungstechnisch beide Autos circa gleich stark, deutlich über 500 PS. Patrick Hammes mit dem Flick-Entry rein in die Hasseröder. Peter Grimm kopiert die Linie gut, wird sich jetzt dann in Zufahrt zur Queranbindung ranbremsen. Hammes mit wenig Winkel, aber viel Tempo. Und Peter Grimm macht da richtig Druck. Hammes geht off-track, verliert den Grip auf der Hinterachse und rutscht zu weit raus, geht mit dem Rad über die Streckenbegrenzung. Deshalb der Sieg für Peter Grimm. Wir kommen also zu den Halbfinals hier bei der Asia Arena in Oschersleben, dem 6. und letzten Lauf der AVD Drift Championship. Dennis Köhler gegen Franz Kuncic, den frisch gebackenen Meister, und Olli Walton gegen Peter Grimm. Und jetzt haben wir Franz Kuncic gegen Dennis Köhler. Dennis Köhler darf als erstes leaden und wird gechased vom Franzenstein, dem R33 Skyline von Franz Kuncic. Dennis Köhler mit einem schönen Entry erwischt da die Outside-Box am Entry der Hasseröder-Kurve richtig gut. Auch die Linie schön. Kuncic etwas weiter innen, um ranzukommen an Dennis Köhler.
Dennis Köhler mit einem absolut sauberen Lead-Run. Geht dann allerdings auf Track, verliert das Heck und auch die Heckstoßstange, rasiert da mit dem hinteren Rücklicht den Reifenstapel, der da die Strecke begrenzt. Ja, zu weit raus, der Dirt Drop Dennis, wie er sich selber nach diesem Wochenende genannt hat, kann man es hier im Replay sehen. Und zack, fehlt das Rücklicht. Materialschlacht hier in Oschersleben. Jetzt die beiden in umgekehrter Reihenfolge. Franz Kuncic im R33 Skyline vorneweg, lädt da alle 1000 irgendwas PS durch, zündet den Nachbrenner gegen Dennis Köhler, der da gleich mal 30, 40 Meter hinten dran ist. Und jetzt muss er durch den Rauch von Franz Kuncic, nahezu blind, Dennis Köhler im Chase gegen Franz Kuncic. Und der lässt die Muskeln spielen durch die Queranbindung. Dennis Köhler chancenlos im Chase gegen die Rakete aus Greinbach von der Green Door Garage aufgebaut, dieses Fahrzeug. Und deshalb Sieg und Einzug ins Finale für Franz Kuncic. Und Dennis Köhler muss in die Schlacht um Platz 3. Jetzt Peter Grimm gegen Ollie Walton. Die beiden Kumpels stehen ja im Fahrerlager nebeneinander. Ollie Walton und Team, dem Peter geholfen. Und Walton mit einem Early Flick macht da gleich mal Druck an Peter Grimm. Gibt ihm da ordentlich den Pressure im Chase. Peter Grimm mit einem guten Leadlauf. Ollie Walton allerdings mit einem richtig satten Chase. Drückt da den Peter Grimm richtig schön vor sich her und zur Ziellinie gibt er ihm fast noch eine auf die Seitenwand. Peter Grimm und Ollie Walton. Motorsport auf absolut höchstem Niveau, was die beiden uns hier zeigen. Wunderschön anzuschauen, was Peter und Ollie hier performen. Und die beiden Teams schauen gemeinsam parallel auf den Handys in den Stream, um zu gucken, was abgeht. Jetzt Ollie Walton vorneweg. Peter Grimm im Chase und wir sehen Ollie Walton mit einem bisschen verhaltenen Start, kommt da ein bisschen spät raus aus der Startschikane, aber dann lässt er seine 850 PS fliegen und Peter Grimm gibt alles, um dran zu bleiben am sauschnellen BMW von Ollie Walton, kann allerdings nicht ganz so nah folgen wie im ersten Lauf Ollie Walton und muss anschauen, was der Ollie Walton da performt und zieht den Kürzeren in diesem Battle. Ollie Walton geht also ins österreichische Finale und Peter Grimm trifft auf Dennis Köhler um Platz 3. Es bleibt spannend. Wir kommen zum Finale hier im Rahmen der Asia Arena in Oschersleben. Letzter Lauf der AVD Drift Championship und wir haben Franz Kuncic im Duell der Österreicher gegen Ollie Walton. Ollie Walton, weil er besser qualifiziert war, natürlich als erstes mit dem Lead Run, zündet da seine 850 PS. Franz Kuncic ist in der Nähe, ist dran an Ollie Walton. Durch die Hasseröder-Kurve wird er da zugeraucht von Ollie Walton, der jetzt schön rein umsetzt in die Querspange. Und Kuncic verliert sein Auto, geht auf Track, muss den Notausgang nehmen, kann da das Tempo nicht drosseln, rutscht raus, ja, vielleicht auch geblendet von der Sonne und vom Reifenrauch von Ollie Walton, kann er da sein Skyline nicht mehr rechtzeitig umsetzen und geht in den Notausgang. Und jetzt die beiden in umgekehrter Reihenfolge. Franz Kuncic gegen Ollie Walton und Ollie Walton startet wieder sehr, sehr langsam. Die Lücke klafft auf. Was ist da los? Ollie Walton mit einem riesen Abstand gegen Franz Kuncic, der wunderschön durchdriftet durch die Hasseröder Kurve. Schön viel Speed mitnimmt, sauber umsetzt in die Querspange und jetzt auch den letzten Driftmeter sauber absolviert. Franz Kuncic durchs Ziel. Ollie Walton nicht mal im Ansatz in der Nähe des Hecks des R33 Skyline. Wow, Ollie Walton bekommt trotzdem den Sieg zugesprochen, weil eben Franz Kuncic im ersten Lauf off-track gegangen ist. Und wir geben ab ins Siegerinterview. Ollie Walton ist bei Sophia. Ich bin mega happy. Ich habe jetzt in den letzten zwei Battles brutal gekämpft, weil der erste und der dritte Gang weg waren. Aber wir haben uns irgendwie noch durchgekämpft. Ich wäre gleich beim Top 16 Battle, hätte ich es fast verkackt. Da bin ich ein bisschen drüber geflogen, weil ich nicht gedacht habe, dass die härteren Reifen so viel Grip haben. Und ja, es hat nochmal alles gut funktioniert für mich. Ich habe ein bisschen Glück auch gehabt. Aber das gehört dazu und Gott sei Dank stehe ich jetzt da und bin mega happy.
Das Gesamtergebnis der AVD Drift Championship der Saison 2024, so sieht sie also aus, die Top 10. Franz Kuncic auf die letzten Driftmeter noch die Meisterschaft geholt gegen Jan-Erik Seber, der mit viel Pech und Motorschaden in Oschersleben nahezu chancenlos war. Die Top 3 gehen an Peter Grimm, der mit einem absoluten Podiumstreak hinten raus 4 Läufe in Folge auf dem Podest sich den 3. Platz der Meisterschaft holt. Jan-Erik Seber, man kann es sehen, enttäuscht, geknickt. Vize-Champion der AVD Drift Championship 2024. Hätte er sich etwas anders gewünscht. Und so sieht Franz Kuncic, das strahlende Champion der AVD Drift Championship 2024, aus. Auf die letzten Meter noch gezogen, das Ding. Und wir geben ab zu Sophia, die die Top 3 der Meisterschaft nochmal für ein letztes Interview bei sich versammelt hat. Und hier stehen die Herren des Podiums. Ich fange mal kurz mit dir an, Peter. Nochmal so kurzer Rückblick, wie war die Saison für dich? Ja, einfach geil, also die Saison hat ziemlich scheiße begonnen, aber umso geiler hat sie geendet, also optimal. Und dann stehen wir hier bei Jan-Erik Seber. Für dich lief die Saison bis dieses Wochenende wirklich eigentlich sehr, sehr gut. Nochmal für dich zusammengefasst, wie war die Saison? Am Ende des Tages tut's weh, wenn man es selber nicht mehr in der Hand hat. Trotz allem, Riesengratulation an den Franz. Ich weiß, was es bedeutet an Aufwand und an Hingabe, sowas hier mitzumachen. Deshalb absolut, absolut verdient der Sieg und ja, ich gönn's ihm. Und dann nochmal Franz. War ja auch ganz kurz auch noch vor dem Tagessieg. Was war denn jetzt nochmal ganz zum Schluss los? Einfach das Auto war auch schon ziemlich am Ende und die Lenkung hat in dem Moment blockiert. Aber egal, wir haben alle gekämpft, es war eine geile Saison. Der große Dank gilt meinem Team, meinen Partnern. Ohne denen wäre das eigentlich alles überhaupt gar nicht möglich. Und ja, wir sind wirklich mega glücklich, dass wir es geschafft haben. Und wir verabschieden uns hiermit für dieses Jahr von der AVD Drift Championship. Wir sehen uns dann in der nächsten Saison. Und es gibt noch einen kleinen Saisonrückblick. Und bis dahin sage ich ciao.